Timote. Sie sind Mama-Bloggerin und angehende Steuerberaterin. Ja, äh, wie sind Sie denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Das ist doch etwas sehr Außergewöhnliches. Ähm, grundsätzlich hat, sich das Ganze, hat das Ganze vor fünf Jahren angefangen, als mein erster Sohn geboren worden ist. Ähm, da habe ich halt einfach mit dem Thema, äh, da war das alles noch neu, zum Beispiel mit den White Noise, dass ich die Babys beruhigen lassen Oder wann fange ich mit dem Babybrei an und da habe ich mir gedacht, ich hätte gerne ein Medium, wo ich das Ganze veröffentlichen würde, einfach meine Erfahrungen um anderen Mamas vielleicht zu helfen. Äh, Gerade am Anfang ist man oft überfordert, wenn man zum ersten Mal Mama wird und das wollte ich halt einfach mit der Welt teilen sozusagen bei den Leuten auch gut an. Es gibt auch eine Homepage trendmann.top.com heißt diese Seite und sie treffen da auch immer wieder Themen auf. Aktuell beispielsweise, dass einige Mütter ihre kranken Kinder in der Grippezeit, wie sie sagen, bewusst in den Kindergarten bringen und damit alle anderen anstecken. Was meinen Sie denn da genau? Ähm, jetzt speziell zu dem Thema meine ich einfach, dass es mich zum Beispiel ärgert, wenn ich weiß zum Beispiel, dass ihre Mütter, also dass die Mütter bewusst ihre Kinder in den Kindergarten bringen. Es gibt natürlich Fälle, wo zum Beispiel man das im Vorhinein gar nicht abwägen kann, ob das Kind jetzt wirklich krank ist oder nicht. Äh, schnupfen darüber rede ich nicht. Aber es gibt doch immer wieder, was man beobachten kann und auch von den Erzieherinnen hört, Mütter, die das bewusst machen einfach um sich vielleicht keine Pflegetage äh, nehmen zu müssen oder weil sie vielleicht ihre Pflegetage schon aufgebraucht haben oder aus verschiedensten Gründen, weil sie ihren Tagesablauf gestört fühlen, dass sie die Kinder halt eben bewusst, Krank in den Kindergarten bringen, in der Hoffnung vielleicht, dass keiner es merkt oder keiner was sagt. Jetzt sind Sie ja sehr bekannt. Sie haben ja sehr, sehr viele Follower und Fans, auch unter den Müttern vor allem. Wie sind denn da die Reaktionen? Gibt es positive und auch negative Reaktionen auf diese Aussagen? Natürlich. Es ist ein sehr provozierendes Thema, auch natürlich. Der Zuspruch war, eigentlich bisher recht gut, aber es gibt natürlich auch immer wieder negative Kommentare. Und äh, viele schieben es auch auf die Arbeitgeber, dass sie sich gezwungen fühlen, ihre Kinder äh, krank in den Kindergarten zu bringen oder auf die Politik, dass äh, zehn Tage einfach viel zu wenig sind, um ein Kind zu pflegen. Ihre Buben sind zwei und fünf Jahre alt. Jetzt ist in Österreich gerade das Thema Masern leider Gottes wieder in aller Munde. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Sollte es eine Impfpflicht geben für Masern, für Kinder? Zum Thema Impfpflicht halte ich mich eigentlich eher immer zurück. Ich finde, jede Mutter muss für sich entscheiden, ob sie ihr Kind impfen lassen will oder nicht. Ich persönlich bin fürs Impfen. Was halten Sie von sogenannten Masernpartys oder also das sind Partys, wo gesunde Kinder mit Kindern, die gerade infiziert wurden, zusammenkommen, äh, um diese Kinder dann noch anzustecken? Befürworter meinen, das wäre gut, weil, weil die Kinder dann gleich die Krankheit erhalten. Gegner meinen, das ist natürlich schlecht, weil die Kinder ungeimpft äh, dieser Krankheit dann ausgesetzt werden. Ich persönlich würde es nicht machen. Ja. Also äh, ja, wäre nichts für mich. Okay. Wie wollen Sie generell den Blog noch betreiben? Wie lange wollen Sie das machen? Ihre Kinder sind noch relativ klein. Ja. Werden Sie die Kinder begleiten bis zur Volljährigkeit? Natürlich, ich zeige meine Kinder auch im Internet. Ich versuche es den Kindern auch bewusst zu erklären, dass sie im Internet zu sehen sind. Wenn sie sagen, sie möchten es nicht, dann werden sie auch nicht mehr gezeigt. Aber grundsätzlich, der Mama-Blog würde ich schon gerne weiterführen. Ich bin finanziell nicht darauf angewiesen. Das heißt, es ist für mich immer noch ein Hobby. Ich schreibe über die Sachen, die ich schreiben will. Und solange es Leser gibt, wird es wahrscheinlich auch den Blog noch geben. Der fünfjährige Bub, der ist ja schon mündig, der kann schon viel sagen. Was sagt er denn dann dazu, wenn er sich selbst im Internet auch sieht mit Ihnen? Und mit dem Papi, glaube ich, gibt es auch einige Bilder. Ja, genau. Ähm, die, die mögen das alles. Und die, also wenn sie jetzt zum Beispiel etwas haben, dann sagen sie, Mama, mach schnell ein Foto davon. Ich versuche es, natürlich, sie können es nicht so abschätzen wie wir Erwachsene, ähm, ich versuche es ihm so gut, zu, äh, so gut es geht zu erklären und momentan ähm, ist er begeistert dabei und auch der Vater steht hinter mir und... Also wenn Sie irgendwann mal sagen, Sie möchten das nicht mehr oder dann ist das kein Thema, dann werden Sie auch nicht mehr gezeigt. Ich nehme an, dass viele Mütter und auch Väter Sie fragen um Rat und Tat. Was ist denn da die häufigste Frage? Meistens sind es tatsächlich Fragen zu Produkten. Also äh, Produkte, die man empfiehlt, ob ich damit schon Erfahrungen gemacht habe, äh, was meine Meinung dazu ist, wie es funktioniert. ja. Jetzt sind Sie die bekannteste Maman-Bloggerin. Wissen Sie, gibt es so etwas wie einen Papa-Blogger auch? Ähm, es gibt wenig in Österreich, muss man dazu sagen. Ja, also Ich weiß von ein paar, die jetzt ähm, starten wollen, aber so richtig, ja. Es ist eine Marktlücke auf jeden Sehr Fall. Fall.